Gacha. Mann. Ich bin heute nicht so ganz gesprächig, ne? Merke ich übrigens selber. Weil hier immer so viel Action ist. Ja, na, na. Ja. Aber schön, dass ihr immer da rauskommt, wo ich rein muss. Verliere ich den Weg nicht. Okay, hier muss ich wohl runter. Erstmal nachladen. So. Würde ich sagen, mache ich wohl gleich auch erstmal Pause. Wieder. Ich habe ja eigentlich, also ich nehme ja vermehrt nur auf, weil warum komme ich da nicht rein? Stucke, ne? Ja. Stucke. Wahrscheinlich, weil ich da nicht lang muss, sondern hier durch die Tür. Ich voll depp. Okay, ist ja schön, dass ihr hier irgendwo steckt. Ich freue mich. Gibt es denn hier noch was zu holen? Hallo. Ich hab auch nie gedacht, dass du noch lebst, nachdem ich dir 5 Kugeln in den Kopf geballert habe. Aber ihr seid Roboter. Ich muss euch nicht verstehen. So, meine Freunde. Zeit für Party. Oh, wie ist das schön. Na? Auch hier? Auf G kann ich Raketen abfeuern. Da, wo ich normalerweise Granaten drauf habe. Wärmebild an sich. Ah, cool. Auch wenn es ein bisschen unlogisch ist. Weil wenn die tot sind, sind die ja nicht direkt kalt. Ne? Nach dem Motto, ah, ich bin gestorben, minus 50 Grad. Was? Er schießt da. Hi. Ich bin ein Roboter. Macht euch kalt. Yippie-yada. Ach, leckt mich. Ich bin ein Roboter. Ein Roboter. Ein Roboter. Lalala. Ein Roboter. Habe ich Licht? Ein Roboter ohne Licht? Wo bin ich eigentlich hier? Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen als ein Roboter. Ja, ungeil. Hier so. Ah.
Das ergibt Sinn. Oder? Oder hier so. Ah, hier so. Ich verstehe. Ich kann überall her. Ist kein Thema. Ich sehe euch überall. Wenn ich nie weiß, wo ich her muss, ich sehe euch überall. So. Und sonst so. Ich kann auch schießen. Ich habe noch ordentlich Rüstung eigentlich. So, Power Armor verlassen. Einmal. Eigentlich nur einmal kurz, glaube ich. Ich glaube, ich kann gleich hier weitermachen, wenn ich den da drücke. Aber ich möchte erstmal da oben gucken, was es da denn noch so zu holen gibt. Raketenwerfer. Nee. Hier, das nehme ich mit. Das ist in Ordnung. Da sage ich nicht nein, und diesen Hinweis lesen wir noch. Vertrauliche Elite Power Armor. Produkthinweis. Eine der innovativsten Funktionen der Elite Power Armor ist ihr ausfallsicherer Selbstreparaturmechanismus, der kleinere Reparaturen während des Kampfes und größere Reparaturen an der Maschine im Sperrmodus durchführt. Um Verletzungen während der Reparatursequenz zu vermeiden, wird der Pilot im Sperrmodus entfernt. Die Elite Power Armor Einheit ist nur für den Gebrauch durch Replikasoldaten und Exoskelett-Piloten der Klasse B oder höher ausgelegt. Gebrauch durch unzureichend geschultes Militärpersonal, Zivilisten oder Kinder. Guck mal, Mama, ich hab einen Roboter. Piu, piu, haus in die Luft geflogen. Wird von der Armageddon Technology Corporation weder empfohlen noch unterstützt. Ja. Ich hab fast gedacht. Reflexinjektor. Ah, weitere Informationen im PDA. Datanet. Verbesserung. Wo sehe ich das? Jetzt. Wo rufe ich denn eigentlich nochmal den PDA auf? Habe ich ja noch nie gemacht. P? Nein. D und A sind auch nicht. So ein Mist aber auch. Wir können ja mal kurz gucken, mal einfach, ne? Option und Tastaturfunktion und Ansehen, nein, Status, nein, Interaktion auch nicht. Bestimmt hier irgendwo, ich habe es wieder nicht gesehen. Mikrogranate, Medikit, Granate, Rakete abfeuern, möchte wieder ansehen. Teamansage, Spielerstatus, Waffen. Bin zu doof, den PDA zu finden. So, eigentlich da, ne? So, Navigation, Replika, EPA, Handbuch, suchen wir das nächste. Wir sind nur Ziele und Data nicht mehr, ist hier nicht. Deswegen ist das ist mir jetzt auch egal. Irgendwo hier wird er vermutlich sein. Ich kann ja nochmal hier die Tasten durchgehen. Dem ich weiß, dass sie es nicht sind. Na, egal. Ich werde vermutlich einfach nur einen Reflexboost erhalten haben und gut ist. Dann brauche ich nicht viel machen. Nicht mehr viel machen. So, jetzt würde ich hier nur die Tür öffnen. Und steige wieder in meinen guten Elite Power Armor Gedöns.
Hallöchen, ich bin zurück, Bitches. Ah, herrlich. Ich würde sagen, das machen wir hier nur zu Ende und dann mache ich ein kleines Päuschen. Ich bin schneller. Na, wo seid ihr? Geh doch hier. Oder bin ich das? Einfach mal hier so durchgehen. Irgendwas triffst du schon. Peng. So, Hallöchen. Es geht bei euch? Irgendwie Party oder so? Ansonsten nicht viel, sagst du? Bin hier aber ruhig, weil ich nichts verpasst habe. Schießt der hier glatt mit Raketen auf mich, die Sau. Sonst mal wer da? Ich komm mal hier hoch, ne? Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich über deinen Kopf gelaufen bin. Ich hab Raketen. So, und sonst? Etwa alles? Oh, muss ich jetzt hier raus? Ich will aber nicht. Ach ja, was will man machen? So, und wann ist der? Hier kommt der nächste Safe Point. So, hallo. Ich sollte nicht Almchen sagen, oder? Almchen magst du nicht, soweit ich weiß. Dem Griffin, den geht's wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut. Da war gerade speichere Daten. Aber wäre schon fies, genau jetzt aufzuhören, oder? Das sah nicht gesund aus. Kann man das so sagen? Ich würde sagen schon. Griffin, wo bist du? Da bist du. Auf geht's. Griffin braucht Hilfe. Los. Jo. Allerdings. Wenn jetzt da drüben habe ich sie gesehen. Safe Point kommt. Griffin! Tor! Weg! Bleib weg! Verdammt! Fuck. Hi. Oh nein! Oh mein Gott! Griffin! Was zum Henker ist hier? Mist! Ich würde spontan sagen, Griffin geht's nicht mehr so gut. Ist nur eine Vermutung. Ja. Ich werde verrückt. Nicht nur du. Dann würde ich mal sagen,
müsst doch jetzt mal ein schöner Safe sein. Ja, schüttel du dich mal. Schüttel mir mal. Nein, das nicht. Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit, Lieutenant? Ist, glaub ich, nicht die schlechteste Idee. Wo ist Griffin? Lass uns einfach hier raus, Sergeant. Mist. Ich würde sagen, Kacke gelaufen. Was zum Henker geschieht hier? Keinen blassen Schimmer, aber wir sind mittendrin. So. Und Alma hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Wade-Grundschule zu gelangen und Colonel Bennecks Leute daran zu hindern, Snake Fist und Genevieve Rusty zu erreichen. Ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Schön. Tötete Griffin. Wer? Alma. Sind Sie sicher? Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen Snake Fist. Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan, die Wunde, sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werd's durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Keegan! Dein Einsatz, Kumpel. Wir sehen uns später. Denk dran. Aufklärung. Keine Sorge, Hütti. Ich bin nicht schießwütig. Also, Beckett, suchen wir Snake Fist. Immer besser. Was will er in einer Grundschule? Egal. Lass uns rein da. Keegan, melden.